So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Do a Hauptmission Again bei Spider-Man. Ich muss schnell zum Partner-Center in Harlem und May helfen. Peter, Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Ja, bin ich schon unterwegs. Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib, wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo! Achtung, Sable-Teams. Brauche sofort einen Lagebericht für Bloomingdale. Hier Beobachtungsposten. Nichts zu sehen. MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten! Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe! May! May! Hier! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie... Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! So weit weg! Moment! Dann macht euch bereit! Genau, erstmal den einzigen Stützbalken wegziehen. Spitzenidee, Alte. Komm schon, du blödes Ding! Na los, May, ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Miles, komm schon! Könnte da oben aber noch erstaunlich gut atmen. Das ganze Feuer und Rauch und so. Ist May okay? Alle in Sicherheit. Wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Au, oh, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ. Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas, aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles. Du musst im Fiest Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen.
Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich revanchiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Wieso haben wir jetzt eigentlich so viele Erfahrungspunkte gekriegt? Wir haben noch absolut nichts gemacht. Wir sind hingeschwungen und haben uns eine Videosequenz angeguckt. Egal, was gibt's denn für neue Anzüge? Auch nicht schlecht. Den nehmen wir mal. Beleidige den Stolz deiner Gegner. So, Fähigkeiten. Wir haben 8 Stück. So. Und jetzt brauche ich noch 1. Wahrscheinlich hier auch nochmal 1, also 2, und hier sind es wahrscheinlich 2, also 4. Haben wir denn Nebenmissionen? Die Antwort lautet nö. Na dann halt nicht. Pö. Steht in dieser Krise eher schlechter. Bürgermeister Osborn, an so etwas Gefährlichem wie Teufelsatem im Herzen von Manhattan zu experimentieren, ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Was wusste Osborn und wann wusste er es? Die Antwort könnte den Unterschied ausmachen zwischen Wahlniederlage, Amtsenthebung und Knast. Hören Sie weiter auf die einzige Stimme, der Sie in diesen Zeiten trauen können. Auf meine. Zentrale. Brauche Lagebericht aus Midtown North. Transporter Kilo beginnt Patrouille. Suchen nach Spider-Man. Kontakt! Kontakt! Ausweichmanöver! Entschuldigung, ist das der Eilzug durch die Stadt? Sind in einer üblen Lage. Ich muss helfen. Hi, ich bin der Bewährungshelfer. Ihr macht das falsch.
Die Sträflinge sind schwer bewaffnet. Hier ist Elbezentrale. Wie ist unsere Lage in Nomad? Wir haben eine Gruppe Zivilisten aufgelöst. Spider-Man, willst du uns helfen? Naja, wollen. Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es ja Rückstände. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Natürlich. Die tierreiche Liedersequenz. Vielversprechend. Na, geht doch. Oskorps modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Nicht hier lang. Ab zu einer anderen Spur. Mist, eine Sackgasse. Gut, dass du da bist, Spider. Die Jungs brauchen Hilfe. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Welches?
Halt dich doch mal fest, Alter. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Ach, jetzt hat er so entdeckt. Ah, gedämpftes Licht. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Ja, wäre nämlich schön. Hier ist stockdunkel. Ich sehe so gut wie gar nichts. So, hier scheint irgendwas im Weg zu sein. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich Ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst dem Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Mac Gargan, auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. So, da waren wir schon. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Adrian. Welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Electro steht voll unter Strom. Alter, wie viel Diktiergeräte hat der denn gekauft?
Ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Du willst ihn also auf den Elektrischen schicken? Naja. Was ist das denn? Manhattan, würde ich sagen. Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. Nö, wirkt jetzt erstmal nicht so. Oder ist das ein Wink mit Zaunpfahl? Ah ja. UV-Licht? Nichts passiert. Wie kriege ich diese Lampe an? Geschafft. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Oh, so. Jetzt nichts Verwerfliches dran. So, nu? Jetzt gehen wir wieder raus. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Otto und Lee kennen sich wohl schon weit länger, als ich dachte. Wie lange wohl schon? Dr. Octavius! Vielen Dank für die Medikamente. Sie haben etwas geholfen, aber die Episoden werden weiterhin stärker. So schlimm war es seit meiner Kindheit nicht mehr. Ich verliere die Kontrolle. Gestern, während Osborns Rede, habe ich beinahe einen Blackout. Ihn zu sehen löst Gefühle aus, die ich für lange begraben gehalten hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich noch so in seinem Schatten leben kann. Martin Lee. Oh, Martin. Als mir klar wurde, dass du es die letzten Wochen auf Osborn abgesehen hattest, war ich schockiert und traurig. Aber dann fühlte ich mich nach und nach inspiriert. Du hast die tapferen Schritte unternommen, von denen ich nur träume. Und das ohne zu zögern. Ich bin geehrt, mit dir diesen Weg zu wahrer Gerechtigkeit zu gehen. Aha. Na dann, haben wir jetzt alles oder fehlt noch was? Sind die nicht irgendwie durch die Decke reingekommen? Das haben wir. Das haben wir.
So, dann machen wir hier. Oskorp schlängelt sich durch die ganze Stadt. Strom, Kommunikation, öffentliche Sicherheit. Normans Unternehmen ist unverzichtbar, doch auch zerbrechlich. Falls es eine Katastrophe gibt oder man an ein paar Fäden zieht, fällt alles zusammen. Die Öffentlichkeit würde Norm als den Schmarotzer erkennen, der er ist. Ja, ein paar kleine Schritte, dann wäre er für immer ruiniert. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft, aber Otto brauchte nur Tage. Scorpion hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen noch Spielschulden. So. Das haben wir uns doch schon angehört. Okay, also die Hotspots verschwinden anscheinend, wenn man alles damit gemacht hat. Gut. Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an und warum? Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls Oscorp. Electro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Männer braucht man wohl. Mal sehen. Zuerst eine Katastrophe, ein Wirbelsturm, ein Erdbeben oder eine Seuche. Dann Angriffe auf Oscorps Stromnetz und Notfallsystem. Die Stadt ins Chaos stürzen. Alle wissen lassen, wer Norman wirklich ist. Ja, nur ein paar Männer. Ein halbes Dutzend reicht. Die Sinister Six. Martin wurde verhaftet. Gefällt Norman wohl?
Er denkt, er ist sicher. Da täuscht er sich. Er hat gerade alle verfaulten Eier der Welt in einen Korb gelegt. Martin ist im Raft, bei Scorpion, Rhino, Vulture und Electro. Jetzt nur noch ein schneller Tritt. Und alle Eier rollen den Hügel hinunter, direkt zu Oscorp und Norman. Ja, nur ein kleiner Tritt. Ich sollte mir meine Stiefel anziehen und auf den Hügel gehen. Das ist meine letzte Aufnahme, Peter. Falls Sie dies hören, bitte glauben Sie mir, dass ich das Richtige tun wollte. Es war vielleicht extrem. Aber wenn es um Norman geht, kommt man mit Halbheiten nicht weiter. Ich riskiere mit diesem Schritt sehr viel. Aber der Verlust unserer Freundschaft ist für mich das Schlimmste. Ich hoffe, dass, falls wir uns wiedersehen, wir nicht auf verschiedenen Seiten stehen. So. Jetzt? Ikarus, das ist es. Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Ikarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Ikarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. MJ, hey! Pete, bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsatemlabor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Teamwork ist wunderbar, oder? Ja, so wunderbar, dass wir im nächsten Video erst damit loslegen. Also, bis gleich.